Auferstehung, was ist das? Diese Frage stellen sich die Jünger, nach denen Jesus mit ihnen über dieses Thema gesprochen hat. Und liebe Schwestern und liebe Brüder, diese Frage ist die entscheidende Frage unseres Lebens und auch unserer Gemeinschaft, unserer Religion und nicht nur unserer, sondern einer Vielzahl von Religionen, Philosophien und Lebensentwürfen. Auferstehung, was ist das? Diese Frage lässt sich so einfach gar nicht beantworten. Man kann nicht einfach ein Buch aufschlagen, mal nachlesen und sagen, ah, so ist das. Oder wenn jemand hingeht und sagt, ich weiß, wie es ist, so wie ich das sage und auf keinen Fall anders, liebe Schwestern und liebe Brüder, da wäre ich ganz vorsichtig und ganz kritisch, wenn so jemand ankommt. Auferstehung, die Frage von Tod und Leben, die Frage eines Lebensentwurfs, eines Sinnes, eines Zieles, das unser eigenes Leben, unsere eigene Existenz durchdringt. Diese Frage können wir nur beantworten im Austausch miteinander, im eigenen Leben, im täglichen Beantworten dieser Frage und im Sprechen miteinander über unsere Hoffnungen, unsere Sorgen, unser Vertrauen und den Trost, den wir erfahren durch unseren Glauben. Das diesjährige Hungertuch, das wir bei uns in die Pfarrkirchen gehängt haben, dieses Tuch soll uns einen Impuls geben, über diese Frage nach der Auferstehung miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir schauen auf Jesus, wir schauen auf seinen Tod und seine Auferstehung, wir schauen auf ihn als den Gekreuzigten und den Auferstandenen, wir schauen auf ihn als den Mensch und den Gott. Und wir sehen auf unserem Hungertuch auch die Lieblingskreuze, die Wegbegleiter von vielen Menschen aus unseren Gemeinden und sogar darüber hinaus. Unser Kreuz, unser Leben, Jesu Kreuz und Jesu Leben, die haben miteinander zu tun. Und ich hoffe, wir können im Laufe dieser Fastenzeit und im Betrachten unserer Hungertücher einen Schritt weiter gehen, um die Frage zu beantworten, Auferstehung, was ist das für mich? Ich möchte alle einladen, in die Kirche zu kommen, sich diese Tücher anzuschauen. Wir haben bei jedem Hungertuch ein Buch liegen, wo die Kreuze der einzelnen Menschen, die sie für dieses Hungertuch gegeben haben, aufgezeichnet, abgebildet sind und dazu auch manch kurze Geschichte. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, auch Ihre Gedanken zu Tod und Leben, zu Kreuz und Auferstehung dort mit einzutragen. Dass wir vielleicht am Ende dieser Fastenzeit für uns sagen können, Auferstehung, ich weiß ein wenig mehr davon, dass mein Leben von Hoffnung getragen ist. Ihr Pastor Tobias Zöller aus Wildberger Hütte.